So, da bin ich wieder. Corona Transformation Tagebuch Teil 137. Heute beginne ich eine kleine Miniserie innerhalb dieses Corona Transformation Tagebuchs und ich möchte mich gerne mit der Fragestellung beschäftigen, welche Strategien haben wir eigentlich, um mit solchen Krisen umzugehen? Welche Strategien brauchen wir? Das beinhaltet natürlich auch die Frage, wie haben wir uns eigentlich strategisch auf so eine Krise vorbereitet? Haben wir überhaupt Muster oder Modelle, die uns helfen, uns auf solche Strategien vorzubereiten? Und natürlich auch so Fragestellungen wie Exit-Strategien oder wie auch Post-Krisen-Strategien. Also wie geht man beispielsweise nicht nur damit, wie kommt man nicht mehr raus? Das wäre jetzt die Exit-Strategie, sondern auch eine Post-Krisen-Strategie. Wie gehst du eigentlich danach mit um, weil du die Wirkungseffekte aus einer Krisensituation, wie wir sie jetzt haben, ja dann auch noch spürst. Diese Videos werden viel kürzer sein. Das ist zumindest der Plan. Ihr wisst ja, meine Videos dauern manchmal etwas länger. Ich möchte die sehr kurz machen und viele kleine Videos produzieren, damit alle diejenigen, die gerade in einer Situation sind, dass sie in ihrer Organisation, in ihrem Unternehmen oder auch wie auch immer, sich mit dieser Fragestellung beschäftigen müssen, klare, wie sie in so Häppchen, so kleinen Modulen Hilfestellungen bekommen und ihr die gegebenenfalls auch mit mir diskutieren und auch gerne weiterreichen könnt. Das ist natürlich das Ziel. Ich beginne heute mit einer ganz einfachen Fragestellung, nämlich der Fragestellung, wie nehmen wir so eine Krisensituation, wie nehmen wir so eine Situation, eine Corona-Situation überhaupt wahr? Da geht es jetzt weniger um die Frage, was tut das Individuum, wie nehmen wir das wahr? Da habe ich ja schon einige, auch teilweise längere Videos im Laufe dieses Corona-Transformation-Tagebuchs veröffentlicht. Nein, heute möchte ich es reduzieren auf eine ganz einfache Frage, nämlich den Unterschied zwischen einem Notfall und einer Krise. Und dazu muss ich sagen, dass diese Idee gar nicht von mir ist, sondern jetzt muss ich kurz auf den anderen Bildschirm gucken, damit ich die vorlese. Am 6. Februar 2021 gab es einen wunderbaren Artikel, ein Interview in der Zeit. Und dort wurde Marc Honigbaum interviewt und der forscht, hier steht, zur Geschichte von Pandemien. Ja, und dann stand noch darunter, er glaubt, wir waren bei Covid-19 so selbstgefällig und haben die Lehren der Geschichte nicht beherzigt. So, es geht jetzt gar nicht um dieses Interview an sich. Ich wollte euch nur sagen, woher ich diese Grundidee habe. Denn er unter anderem, neben vielen wirklich spannenden Sachen, dieses Interview lohnt sich wirklich zu lesen, beschreibt er eben auch dieses Thema, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Notfall und einer Krise. Seiner Theorie nach, das muss man dazu sagen, bewegen wir uns eigentlich in der Art und Weise, wie wir mit dieser Krise umgehen, sowohl individuell als auch, sagen wir mal, auf der politischen, gesellschaftlichen Ebene, eigentlich immer auf der Ebene eines falschen Modells, einer falschen Wahrnehmung. Ja, und er scheidet ganz klar zwischen einem Notfall und einer Krise. Und wo sieht er da die Unterschiede? Und ich finde, das ist sehr verhältnismäßig gut greifbar und ich habe das auch so übernommen für dieses Video. Es geht letztendlich darum, dass man sagt, ein Notfall ist etwas, ich bewege mich innerhalb eines Rahmens, also es passiert irgendwas, ich kann Fahrrad fahren, sonst was. Ja, nehmen wir ein Beispiel, Fahrradfahren ist ein gutes Beispiel. Ja, also Fahrradfahren ist ein gutes Beispiel. Ich fahre Fahrrad, ja, ich mache eine Fahrradtour zum Beispiel und plötzlich ist der Schlauch kaputt, ich habe keine Luft mehr im Reifen. Dann ist das erstmal ein Notfall. Ja, also noch kein gesundheitlicher, aber ein Notfall in dem Fall, weil wir können nicht weiterfahren, wir müssen diesen Schlauch reparieren. Was macht man? Man repariert den Schlauch, man hat seine Ressourcen mit dabei, man löst dieses Problem und danach kann die Fahrradtour so wie geplant weitergehen. Ja? Das sieht schon völlig anders aus, wenn das Fahrrad einen Totalschaden hat und man irgendwo tief irgendwo in der Natur unterwegs ist und feststellt, das Ding kannst du nicht mehr reparieren. Ja, oder man hatte einen Unfall zum Beispiel und kann nicht mehr treten, weil man sich den Fuß verknackst hat oder. In dem Moment ist diese Herangehensweise zu sagen, wir reparieren das jetzt und danach geht es weiter, einfach überhaupt nicht hilfreich. Sondern in diesem Moment geht es darum zu überlegen, okay, so geht es nicht weiter, wir müssen uns quasi komplett an diese Situation anpassen, ja, mit der Erkenntnis, dass wir aus dieser Anpassung heraus auch ein komplett neues Modell, eine komplett neue Strategie bekommen müssen. So, und das ist etwas, was mir in diesem Video quasi so die Headline gibt. Also das ist das, womit ich mich beschäftigen möchte, nämlich wirklich erstmal zu sagen, wenn wir uns strategisch mit einer Krisensituation auseinandersetzen müssen, dann ist es sehr hilfreich, wenn wir erstmal verstehen, handelt es sich eigentlich um einen Notfall oder um eine Krise. Das ist der allererste Schritt. Also haben wir eine Situation, dass temporär, da kann man bestimmte Indikatoren festlegen für einen bestimmten Zeitraum, bestimmte Dinge nicht funktionieren, die wir beheben wollen, beheben können und danach geht es genauso weiter wie davor. Ja, das ist das, was wir sehr oft hören bei diesem Thema
sehr oft hören bei diesem Thema, wir wollen zurück zur Normalität, wir wollen unser Leben wieder haben. Ja, das ist das eine. Oder ist es eine Krisensituation, die besagt, es wird so nicht weitergehen? Das kann verschiedene Gründe haben. Das kann bedeuten zum Beispiel, also das kann daran liegen, dass bestimmte Ressourcen einfach nie wieder zur Verfügung stehen werden. Ja, also dass einfach Dinge nicht mehr gehen, weil sie einfach nicht da sind. Ja, also das kann sowas sein. Ne? Also wenn das Fahrrad einen Totalschaden hat, dann ist es nicht mehr da. Das können wir nicht mehr. Wir können es ein anderes kaufen, theoretischerweise. Aber erstmal ist für diese Fahrradtour, das Fahrrad ist total kaputt. Wir können nichts mehr damit machen. Wir müssen in dem Fall zum Beispiel zu Fuß gehen. Ja, dann kommen wir immer noch von Punkt A nach Punkt B. Aber das, was wir da tun, ist eine völlig andere Angelegenheit. Ja, andere Sache kann sein, dass wir sagen, die Wirkungseffekte aus dieser tiefen Krisensituationen, ja, die sind so stark, die verändern unsere Wahrnehmung, unseren Lebensraum so stark, dass es so gar nicht weitergehen kann. Ja, das kann man auf die Corona-Krise sehen, wo man sagen, ja, natürlich werden wir wahrscheinlich irgendwann keine Maske mehr tragen, wahrscheinlich wird es irgendwann wieder so sein, dass der Lockdown vorbei ist und so weiter und so fort, das mag sein, aber das Ding ist dann wahrscheinlich 2 Jahre, 2,5 Jahre gewesen, wo es diesen massiven Impact auf unser Leben gab und wir werden einfach feststellen müssen, das wird so nicht weitergehen. Ja, also ein schönes Beispiel da, wir haben jetzt erlebt, dass sehr viele Menschen entweder im Homeoffice sind oder auch viele Geschäftsreisen nicht machen, sondern man eben, bevor man irgendwo hinfliegt, hinfährt, irgendwo quer durch die Republik, quer durch Europa, die ganze Welt, da macht man lieber eine Videokonferenz, teilweise geht es auch gar nicht anders. Und es gibt so Zahlen, so Modelle, die besagen, dass eigentlich auch nach dieser, ich sag mal, dieser direkten Corona-Situation, die Geschäftsreisen nie wieder auf das Niveau von der Prä-Corona-Zeit gehen, sondern wir viel mehr erleben werden, dass mindestens ein Drittel weniger Geschäftsreisen stattfinden, was für den Bereich Hotels, Gaststätten und so weiter und so fort ein Riesenproblem darstellt, weil das ist für die ein erheblicher Umsatzverlust. Ja? Das heißt, für die schon mal so, die müssen was komplett Neues decken. Für die Menschen, die nicht mehr reisen, ist es was anderes. Ja, das Leben verändert sich dann aus ganz vielen Bereichen. Und die 2 Möglichkeiten haben wir. Also entweder es ist etwas weg oder aber wir sind in der Situation, dass die Impacts, die Wirkungen in das System so groß sind, dass wir im nächsten Schritt nach hinten eigentlich davon ausgehen müssen, es wird komplett anders sein. Ja? Und das ist, man merkt schon, da sind natürlich die Grenzen auch fließend. Ja? Also ich kenne Menschen, die haben irgendwann mal einen Arm gebrochen gehabt und sagen, ah, wenn das Wetter sich ändert, spüre ich den immer noch. Dann ist der Arm voll funktionsfähig, die haben da auch eigentlich keine Schmerzen drin, das geht alles super, aber dann gibt es diese Wetterfühligkeit. Das gibt es bei Menschen, die so einen Knochenbruch hatten. Habt ihr das mal gehört? Da soll es das geben. Das heißt, du hast dann temporär mal so eine Erinnerung dran, wenn du eine Narbe irgendwo hast, ja. Hast du eine Erinnerung irgendwo dran. Ja? Und das sind Sachen, trotzdem geht das Leben aber erstmal so weiter, es sei denn, da stecken noch viel tiefere, ich sage jetzt mal, Verletzungen oder hinter. Und es ist für den Umgang mit einer solchen Situation extrem wichtig, diese Situation zu verstehen. Ja? Also ist es ein Notfall oder ist es eine Krise? 2. Punkt ist die Herangehensweise, also das, wie wir damit arbeiten. Ja? Ist es eine Logik, die dem eines Notfalls entspricht oder der einer Krise? Ja? Also es kann ja gut sein, dass wir eine Krisensituation haben, wir verhalten uns aber die ganze Zeit so, als wäre es ein Notfall. Ja? Dann machen wir gegebenenfalls das Falsche. Das kann dann zum Beispiel bedeuten, dass wir die ganze Zeit versuchen, mit immens großer Energie etwas am Leben zu erhalten, also ich meine jetzt keine Menschen, bitte nicht falsch verstehen, sondern eine Art Lebensart, ja, oder eine Realität am Leben zu erhalten, die so gar nicht mehr da ist. Und wir verbrauchen extrem viel Energie, um da wieder hinzukommen. Es ist diese Idee so zurück zur Normalität. Ich will mein Leben zurück. Ja? Das ist der Punkt. Das ist natürlich ein großes Risiko. Warum? Ja, weil zum einen es nicht gar nicht geht, das heißt, wir rennen in die falsche Richtung. Zum anderen ist es aber so, dass wir diesen Optionsraum, man kann ja so eine Krise trotz allem schlimmen Erfahrungen, trotz allem, was da an schlimmen Dingen passiert, trotzdem ja auch als eine Erweiterung des Optionsraums sehen. Und in dem Moment bist du in der Situation, dass du aus diesem Optionsraum, also wenn du mit diesem Optionsraum eigentlich arbeiten solltest, ja, also dieser Optionsraum heißt nichts als neue Möglichkeiten. Ja? Und wenn du diesen Optionsraum dann nicht füllst, ja, also nicht versuchst, das zu machen, dann gehst du auch in die falsche Richtung. Also das ist das Nächste. Ja? Also haben wir Notfall und Krise, haben wir die Unterschiede wahrgenommen, wissen wir, worin wir uns eigentlich gerade befinden. Das kann auch so sein, dass wir erst einen Notfall haben, der dann zu einer Krise wird und so weiter. Das kann alles sein.
Ja? Und dann ist die Frage, sind unsere Prozesse und Strukturen, wie wir gerade mit dieser Situation umgehen, eigentlich eher der Logik eines Notfalls geschuldet oder eben der Logik eines, einer Krise? Das ist ein entscheidender Punkt. Und dann müssen wir uns natürlich noch überlegen, haben die Prozesse, die wir davor hatten, die also uns gegebenenfalls in irgendeiner Form auf das Risiko des Eintretens eines Notfalls, einer Krise vorbereiten sollten, haben die eigentlich funktioniert? Ja, ist das eigentlich so die richtige Herangehensweise? Und wenn man das weiß, kann man natürlich ganz viele einzelne strategische Elemente damit hineinbringen. Dann nehmen wir mal ein konkretes Beispiel, damit ihr versteht, wie das in der Realität dann aussieht. Wenn ich eine IT-Infrastruktur am Leben erhalten muss, weil die Menschen plötzlich in meinem Unternehmen, in meiner Organisation alle im Homeoffice sind, ja, dann ergeben sich daraus ja ganz viele konkrete Fragestellungen. Also können die Menschen überhaupt die ganzen Tools nutzen, die gehen? Also ist unsere Infrastruktur so gebaut, dass man von außen, vom Homeoffice, Remote, irgendwie auf die relevanten Daten, auf die Ordner und so weiter und so fort zugreifen kann? Das ist das eine. Haben die Leute zu Hause überhaupt eine gute IT-Infrastruktur? Das kann angefangen haben, möglich haben die Firmen-Notebooks oder sowas, kann sein, aber haben die überhaupt ein gutes WLAN? Ja, ist ja auch eine gute Frage. Also haben die einen guten Zugang zum Internet? Ja, das kann ja sein, dass das im Unternehmen sehr gut läuft, aber denen zu Hause halt nicht. Kann ja gut sein. Ja, dann sind so Fragen wie Sicherheitsrisiken, Cyberrisiken und so weiter. Also das heißt, wir haben beispielsweise die Situation, dass wir in der Regel von seitens der Unternehmen, also der IT-Sicherheit, nicht wissen, was für Router haben die zu Hause, haben die Firewalls an den Druckern und so weiter und so fort. Das heißt, wir schaffen uns eigentlich einen neuen Risikoraum. Ja, da müssen wir mit umgehen lernen. Ja, das ist ein wichtiges Element. Und dann kommen noch viele weitere Fragestellungen zu. Es gibt bestimmte Berufe, da darfst du zum Beispiel eigentlich kein Handy mit Kamerafunktion dabei haben. Das ist im Bankenbereich, gibt es zum Beispiel im Trading-Bereich. Und da ist halt der Punkt, wo man sagt, so, jetzt hast du es zu Hause, ist es ein bisschen aufgeweicht und so weiter. Also viele so Fragestellungen bis hin zu der Frage, welche Kommunikationsmuster werden eigentlich genutzt. Ja? Also zu Hause bist du nicht mehr unter Kontrolle deiner Organisation, auch nicht der Gruppe. Da kann es sehr gut und sehr schnell passieren, dass du anfängst, mit den Kollegen über WhatsApp zu kommunizieren. Du hast das WhatsApp bis jetzt immer genutzt, um mit den Kollegen privat zu kommunizieren, und plötzlich aus irgendwelchen Gründen auch immer fängst du an, Firmendokumente darüber auszutauschen und so weiter. Also ganz viele Fragestellungen mit einhergehen. Und jetzt halt der Punkt zu überlegen, die Art und Weise, wie wir damit umgehen. Ist das Ziel dabei, A, wir ermöglichen, dass es überhaupt geht, sichern das ab, aber wollen so schnell wie es geht zurück zu dem, was vorher war? Oder verstehen wir, dass es eine Krise ist und gehen in einen Prozess hinein, in dem wir sagen, ja, wir haben das erstmal ermöglicht, dass wir das machen können. Wir haben auch die größten Risiken in irgendeiner Form irgendwie angegangen. Da haben wir Prozesse für, dass das nicht in irgendeiner Form in die falsche Richtung geht. Aber wir entwickeln gleichzeitig eine Art Entwicklungsstrategie, die es uns ermöglicht, gleich daraus, ohne einen Abstand, also in einem fließenden Prozess, dort in eine neue, ich sage es mal, erweiterte Realität, in einen erweiterten Optionsraum hineinzugehen. Was dann zum Beispiel sein könnte, dass man ganz bestimmte Evaluationsmodelle hat, die es uns ermöglichen herauszufinden, also nicht nur wollen die Leute gerne zu Hause bleiben oder nicht, sondern was für Muster entstehen da und so weiter. Also die Frage, ob die Leute lieber zu Hause sind oder ob sie lieber in der Firma arbeiten, das ist eigentlich eine sehr dämliche Frage, solange wir nicht hingehen und sagen, wir schauen uns wirklich mal an, was sind denn die Gründe dafür? Ja, es kann durchaus sein, nämlich, dass Menschen eigentlich viel lieber im Homeoffice wären, eigentlich im Homeoffice auch besser aufgehoben wären, weil sie sich dort wohler fühlen, weil auch immer, weil sie ihre Logistik dort haben, weil so dieses Work-Life-Balance für sie dort besser funktioniert, wie auch immer. Und dann steht das große Problem aber, und das muss man ganz klar sagen, dass vielleicht bei denen die Wohnung aber so ist, dass das nicht geht, dass die Kinder dies und das und jenes. Das heißt also, da ist zu sagen, ja, willst du oder willst du nicht, dann wird diese Person vielleicht sagen, ich möchte gerne ins Büro zurück, weil das für mich da anders machbar ist. Ja? Wäre aber eigentlich eher, wo man sagt, aber dann warum denn? Das wäre die entscheidende Frage. Warum? Warum wird, da lese ich momentan sehr wenig in den Studien, Umfragen und so weiter. Ich weiß immer, wollen sie nicht, aber nicht warum. Ja, und dann ist ja auch die Frage, haben die Menschen auf diesen Reflexionsprozess schon gestartet? Das wäre ein Ansatz, um in so eine langanhaltende Strategie reinzubringen. Also, ganz wichtig, der Unterschied zwischen Notfall und Krise. Dem muss man verstehen. Man muss die eigenen Strategien sowohl der Wahrnehmung der aktuellen Situation als auch des Umgangs der aktuellen Situation verstehen und muss sich überlegen, inwieweit wir dann strategische Modelle entwickeln, die es uns ermöglichen, in die eine oder andere Richtung zu gehen. Die Corona-Krise finde ich schon mal gut, dass wir von Krise reden. Ich finde es auch gut, dass wir im Klima, ja, beim Klimawandel von einer Klimakrise reden, ja, auch nicht von einem Klimanotfall. Notfälle sind die in Zukunft noch viel stärker kommenden Wetterphänomene, Dürre,
Temperaturen und so weiter und so fort. Übrigens auch Pandemien, die alle mit dem Klimawandel was zu tun haben werden, also direkt oder indirekt. Da wird ganz, ganz viel noch passieren. Und es ist eine Krise, es ist kein Notfall. Ja, aber wenn wir immer nur die einzelnen Notfälle, die daraus resultieren, bearbeiten, werden wir das Problem nie lösen. Das Gegenteil, es wird schlimmer werden. Das ist ein schönes Beispiel. In dem Sinne, bleibt gesund, werde gesund. Jetzt sind es doch 14,5 Minuten geworden, fast 15 Minuten geworden. Eigentlich sollten es 5 werden, da komme ich jetzt nicht dran vorbei. Ich werde mal gucken, ob ich noch eine Kurzversion mache. Ansonsten viel Spaß, bleibt gesund, werde gesund und bis dann. Ciao.